Und damit wieder ein herzliches Moin Moin und Hallo, ich bin's wieder, der Bansola. Und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge zu meinem Let's Play von Minecraft Xbox 360 Edition. Es geht nach wie vor weiter mit dem Tunnelbau. Die Pfeiler bzw. die Stützpfeiler werden jetzt mal eine Runde hier angepasst. Damit auch so ein paar Vorschläge aus dem Internet rausgesucht, also gegoogelt oder TikTok, wie auch immer. Und da habe ich ein ganz interessantes Design gefunden. Ob ich das so 1:1 nachbauen werde, wohl eher weniger. Ich werde das auch so ein bisschen improvisieren und wir fangen natürlich mit dem Eingang an. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. So. Also wir haben ja eigentlich hier schon, boah, das Optimale, nur bis halt auf das hier ist im Weg. Aber einen Moment mal kurz, ich muss mal eben die Musik runterschrauben, die ist gerade ein wenig wieder mal zu laut. Mal auf 5% runterschrauben, genau. So, nochmal kurz hier den Ton bei OBS nochmal kurz einstellen. So auf minus 24 Dezibel. Wohlgemerkt, da ist auch noch eine Verstärkung drin. Okay, jetzt muss ich mal gerade selber überlegen. Hat er ja eben gerade ja schon gesagt, ich werde das natürlich nicht 1:1 nachbauen. Aber was wir machen könnten, wäre die Baumrinde zu entfernen. Bei jedem Baumstamm, den wir in diesen Tunnel platziert haben, entfernen wir überall die Baumrinde. Das kann dauern. Wird natürlich mit dem Texture Pack nicht so geil aussehen wahrscheinlich. Deswegen bin ich da eher so ein bisschen skeptisch. Tatsächlich. Wir machen erst die eine Seite und dann die andere. Aber wie gesagt, das wird mit dem Texturenpaket nicht so gut aussehen. Aber mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ich meine, genug Fichtenholz haben wir ja noch. Können wir ja noch ein paar Stairs herstellen. Und ich werde vielleicht mal hier in dem Let's Play mal eine neue Bautechnik probieren. Oder zumindest halt eine neue Art zu bauen. Genau. So, jetzt sind wir schon an der Werkbank vorbei. Mir geht gleich die Axt flöten. Danke, dass ich meinen Satz mal wieder nicht beenden konnte. Du Kackaxt. Na, hier sind wir natürlich noch nicht fertig geworden. Da habe ich die jetzt erstmal nur so hin platziert. In der letzten Folge. Ich hatte überlegt, das Mittelstück zu entfernen. Also hier. Warte mal. Ich hatte da irgendwie mal so eine Idee gehabt, aber die ist mir irgendwie jetzt gerade aus dem Kopf entfallen. Scheiße. Na, das passt ja. Also meine andere Axt hat gerade ein bisschen länger durchgehalten. Kommt mir gerade so vor. Oder war das eine Eisenaxt? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Jo. Gleich mal die nächste herstellen. Und wenn wir schon mal gleich hier sind, können wir mal die ganzen Sachen mal einmal. So. Achso, ich habe jetzt erstmal vorübergehend die Monster ausgeschaltet. Weil das ist wieder so ein Bauprojekt, da möchte ich mich wieder konzentrieren. Obwohl ich in der letzten Folge gesagt hatte, dass es ab jetzt keine Umstellung mehr geben soll. Ja, ja, ich widerspreche mich natürlich mal wieder meinen eigenen Worten. Man kennt mich.
Na, willst du nicht? Okay. So für den Anfang sieht es jetzt nicht schlecht aus. Aber der Eingangsbereich muss jetzt gemacht werden. Da bräuchte ich jetzt natürlich die Werkbank, aber die muss ich jetzt von dort ganz da hinten wieder herholen. Und ich denke mal, eine Railroad wird reichen, also eine Richtung. Also nicht unbedingt, man muss jetzt nicht unbedingt zwei Stück hier hinkleistern. Es reicht auch, wenn gerade mal nur einer am Start ist. So eine Richtung. So, hier die bisschen nehmen wir mal mit. Ah, das Andesit können wir auch mal gebrauchen. Man weiß ja nicht. Man weiß ja nie. Vielleicht arbeite ich gleich mal damit. So. Dann stellen wir mal hier die Werkbank ab. Und einen Ofen könnte ich, by the way, übrigens auch noch gebrauchen, falls wir mal ein bisschen Stein brennen müssen. So, erstmal hier kümmere ich mich mal da oben. So. Okay. Brauche auf jeden Fall eine runde Steinziegel. Und da brauche ich auf jeden Fall einen Ofen. Blöderweise habe ich nur keine Kohle am Start. Da haben wir noch ein bisschen Holzkohle. Perfekt. Haben wir noch ein bisschen Stein? Aber Steinziegeltreppen haben wir schon mal. Das ist sehr gut. Fichtenholzstufen, die können wir auch gleich mal mit einsacken. Wow, hier haben wir nur einen kleinen Stack an Stein. Super. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Naja, gut, da muss man halt ein bisschen für Nachschub sorgen. Ich guck mal hier in die Kisten mal rein. Vielleicht haben wir da auch noch was drin. Andesit. Ah ja, nur zwei. Blöd, aber dafür haben wir noch ein paar Stairs. Andesit. Toll. Spiel laggt. So, hier die Kohle hier nehmen wir mal mit. Weil jetzt muss nämlich eine ganze Menge an Stein wieder gebrannt werden. So, ab dafür. Ah, den anderen Teil des Eingangs könnte ich ja schon mal bauen. Zumindest das, was aus Fichtenholz besteht. Muss ja nicht unbedingt Fichte allgemein sein. Kann auch Eiche sein, Schwarzeiche, Akazie, wie auch immer. Das ist jedem selbst überlassen. So, Zutaten fehlen natürlich. So, angefangen. Tut es genau hier. Bäh, toll. So. Jetzt muss ich da oben raufklettern, weil da kommt nämlich jetzt Stufen rauf. Also genau hier und dann so. Das werde ich jetzt mal ein bisschen mit Cobblestone hier verkleiden. Oh. Die ist andersrum gesetzt. Irgendwas stimmt da jetzt nicht. Wie will das jetzt hier nicht
Ja, die Platzierungsreichweite ist auch echt niedrig hier bei der 360-Edition. Hoffentlich funktioniert das so. Perfekt. Und da oben kommt dann ganz normal ein Block hin platziert, oder? Nee, auch Slabs. Ach ja, Mann, das ist auch manchmal echt ätzend hier, das alles zu platzieren. Muss ich hier wieder raufklettern? Das da alles platzieren. Genau da. Und direkt darunter wieder eine Slab. Ah, toll, geht wieder nicht. So. Naja, eigentlich müsste hier ja der Balken verschwinden, aber hier mache ich dann mal so ein paar, na toll. Hier mache ich mal so ein paar Holzbretter rein. Wie gesagt, ich baue das jetzt nicht exakt nach, sondern ich improvisiere hier so ein bisschen. Ach klar. Natürlich geht das hier wieder nicht. Ja, hier könnten wir eigentlich auch mal so eine Doppeltruhe gebrauchen, mal eben. Oder zumindest erstmal eine, wo wir so ein paar Sachen hier reinschmeißen können. Hier unter anderem das ganze Essen, was ich mit mir rumschleppe, zumal auch das Schwert. Ah, ja, das reicht jetzt erstmal. Gut, okay. Genau. Nochmal darauf. Ich mache das ein bisschen höher. Ah, echt jetzt. Gleich mal zwei fertig machen.
Ah, natürlich falle ich erstmal straight runter. Passt. So, ich würde hier eine Slab raufschmeißen, aber keine aus Holz, sondern eine aus Kobbel. Denke ich mal, oder? Ja, doch, aus Kobbel. Packe ich direkt da deine ein oder zwei, also zumindest hier eine rauf. Auf der anderen Seite auch. So. Hier werde ich das auch nochmal ein bisschen ausgleichen. Slabs müsste ich ja noch haben. Genau. Dann ist das genau dran an dem Eingang. So. Hier würde ich dann alles mit Cobblestone bestücken, zudem auch noch mit solche Slabs in dem Tunnel. Und oben kommen dann die Stairs hin. Klingt auf jeden Fall nach einem Plan für den Tunnel. Ich gehe jetzt hier einfach nur grob durch der Seite. Ach ja, soweit sind wir ja auch noch nicht. Gut, hier vorne hängen schon ein paar Säulen, aber da habe ich noch nicht weitergebaut. Das sollte eigentlich nicht passieren. So, die Seite hätten wir schon mal fertig gemacht mit Cobblestone. Zumindest bis, ist noch nicht ganz durch auf der Seite. Weil da drüben fehlen ja noch ein paar Säulen. Aber die schmeißen wir da jetzt erstmal rein. So. Jupp, schon die nächste Schaufel hinüber.
Das ist so typisch. Das nächste Werkzeug schon Schrott, aber zum Glück habe ich mir eine zweite hergestellt. So. Mir den ganzen Stein abkloppen. Und dann hier erstmal alles schön rein zimmern. Der lustigste Teil kommt ja noch. Ich darf das ja hier noch alles wieder schön zudecken. Oh Mann, ey. So. So, bis da hinten noch durch. Und dann kommt dann noch das Cobblestone rein. Und dann muss ich mal wieder anfangen, Holz sammeln zu gehen. Oh, Junge. Aber ich glaube, ich habe noch ein paar Slabs in meinem Truhenlager, will ich meinen. Also da müssen noch welche sein. Bin ich mir zu 100%ig sicher. Ne, komm. Halt das noch bis zum Ende durch, Spitzhacke. Scheiße. Gleich mal in die nächste Ladung rein. Gleich auch mal zusätzlich eine Schaufel herstellen.
So. Na, nicht mehr so gesprächig gerade. Alter. Na gut, Leute, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut setzen. So, ich würde dann jetzt ab hier einen Cut machen. Und an dieser Stelle auch sagen, vielen Dank, dass ihr euch diese Folge Minecraft Xbox 360 Edition reingezogen habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich doch mit einem Daumen nach oben wissen. Den Channel abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und natürlich auch für mehr Videos. Und natürlich die Glocke aktivieren, um benachrichtigt zu werden, dass eine neue Folge Minecraft Xbox 360 Edition oder sonst von meinen Projekten am Start sind. Ja, ich gehe so ein bisschen schon auf den Schlaf zu. Augen fallen schon zu die ganze Zeit. Ja. Ja, um nicht großartig weiter zu quatschen, schaut auf jeden Fall nochmal auf meinen Kanal vorbei, da findet ihr noch weiteren Content. Viel Abwechslung auf jeden Fall an Spielen und so. Und dann sage ich mal an der Stelle, bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Thank you.